Natur bedeutet für mich ein riesengroßes Privileg. Ich bin wirklich dankbar, da geboren zu sein, da wirken zu dürfen. Die Erholungsqualität Natur ist für mich ganz, ganz groß. Vor etlichen Jahren, mein Sohn war gerade 6 geworden, habe ich zufällig in der Alpenvereinszeitung gelesen, dass es da in Obernberg so ein Familienbergwaldprojekt gibt. Und so haben wir das dann auch besucht und waren restlos begeistert. Bin jetzt seitdem dabei. Bergwaldprojekt ist die Bezeichnung für eine einwöchige Freiwilligenarbeit, die der Alpenverein immer ausschreibt. Das schaut so aus, dass nicht nur Bergwälder zum Arbeiten sind, sondern es werden auch Almen, Wege, Moore bearbeitet, gepflegt, gehegt. Ein spezieller Arbeitsbereich hier auf der Lerchenwiese eben ist, die Wiesen wieder frei zu bekommen vor Ästen, die durch Föhn oder durch Schnee im Winter herunterfallen. Würden wir die Arbeit nicht machen, dann würde es zuwachsen und es würden die Fichten einwandern. Und wir verlieren da naturkundefachlich wertvolle Weide, die viele seltene Tiere und Pflanzen beheimatet. Eine sehr beliebte Arbeit ist natürlich auch das Setzen von Jungpflanzen. Der Wald wird ja auch genutzt als vom Forst. Die Flächen, die neuen Flächen, die entstehen, die werden dann sozusagen wieder aufgeforstet. Also in der Woche, wo wir da sind, werden zwischen 800 und 1200 Bäume alljährlich eingesetzt. Die Gründe, wo man den Wald hegt und pflegt, liegen auf der Hand. Erstens als Schutzwald vor Lawinen, vor Vermoorungen, natürlich auch als Nutzwald, als Weidefläche. Und nicht zuletzt für ein intaktes Ökosystem. Wenn es nicht so Vereine geben würde wie den Alpenverein, würde es solche Bergwaldprojekte in dem Ausmaß, wie es in Österreich stattfindet, nicht geben. Und somit zählt jedes Mitglied. Die 3 Wochen, die es mittlerweile sind im Jahr, die geben mir viel mehr zurück, als wie ich investiere. Ich bin da vor Ort, lerne extrem wertvolle Menschen kennen, Freundschaften fürs Leben. Einfach nach der Woche das Gefühl, der Natur was zurückgegeben zu haben. Ein Highlight im Sommer, ein Fixpunkt, den ich gerne beibehalten würde.